So, nachdem du jetzt schon weißt, wie du mehrstellige Zahlen multiplizieren kannst, zeige ich dir heute noch eine alternative Rechenmethode. Und zwar nennt die sich Gittermultiplikation. Ich glaube, die ist vor allem in Amerika stärker verbreitet wie hier, aber auch falls du die nicht in der Schule kennenlernst, vielleicht ist es ja trotzdem interessant für dich. Und ganz unabhängig davon ist es, glaube ich, immer ganz nett, wenn man noch alternative Wege sieht, wie Sachen funktionieren. Lass uns einfach mal mit einem Beispiel anfangen. Nehmen wir an, wir wollen 27 mal 48 rechnen. Was ist das? Und wir können jetzt unsere ganz normale schriftliche Multiplikation verwenden. Wir können aber auch eben in einem Gitter verfahren. Und dazu nehmen wir die 27 und schreiben die mit etwas Platz hin oben. Und auf die Seite dazu schreiben wir die 48. So. Und jetzt, wie der Name von dem Video schon sagt, jetzt malen wir dazu ein Gitter, sodass die 2 und die 7 jeweils ihre eigene Spalte bekommen. So. Und die 4 und die 8 bekommen jeweils ihre eigene Zeile. So, und dann haben wir unser schönes Gitter. Und jetzt malen wir hier noch so diagonale Trennlinien ein. Wozu die sind und warum wir die brauchen, erzähle ich dir später. So, und jetzt das Schöne an der Gittermultiplikation ist, dass du alles auf einmal gleich auf alles, die Multiplikation, also deinen ganzen Mal nehmen, auf einmal machen kannst und später die Addition auch alles auf einmal. Du musst nicht hin und her springen zwischen Multiplikation mit Übertrag oder 1 im Sinn und so weiter, sondern du kannst alles schön auf einmal multiplizieren und das machen wir jetzt mal, indem wir einfach 7 mal 4 rechnen. 7 mal 4 können wir hier oben noch dazu schreiben. 7 mal 4 ist 28. Und die 28 schreibe ich jetzt einfach hier in das Feld, wo sich die beiden quasi treffen. Einfach ein. 28. So. Und jetzt rechnen wir auch noch 2 mal 4. 2 mal 4. 2 mal 4 ist 8. Und dazu schreiben wir hier die 8 in und hier eine 0. Und danach rechnen wir 7 mal 8. 7 mal 8. 7 mal 8 ist 56. Und auch hier schreiben wir wieder die 5 über den diagonalen Strich und die 6 unten drunter. Wie gesagt, erkläre ich dir noch später. Und zum Schluss noch die 2 mal 8. 2 mal 8 ist 16. Und auch die verteilen wir schön auf diese Zelle in dem Gitter. So, und jetzt bist du mit deiner kompletten Multiplikation schon fertig. Und musst jetzt einfach nur noch addieren. Und wie das geht, zeige ich dir. Und zwar folgendermaßen. Wir haben ja schon über Einer, Zehner, Hunderter Stellen und so weiter geredet. Und im Endeffekt hast du diese Stellen auch hier. Nur die liegen jetzt in der Diagonale drin. Also die erste Diagonale ist hier unten, die 6. So. Dann haben wir die zweite Diagonale. Liegt hier so drin und die Zahlen werden einfach zusammengezählt, also 6 plus 5 plus 8. 6 plus 5 ist 11 und plus 8 ist 19. Schreiben hier die 9 und wie beim üblich beim Addieren übertragen wir die 1, also schreiben mit diesem 1 im Sinn, schreiben die hier dazu, damit wir hier die 19 insgesamt hingeschrieben haben. Jetzt die nächste Diagonale, die nächste Stelle, das ist unsere 100er Stelle, die 9 war unsere 10er Stelle, das ist unsere 100er Stelle. Auch die Zahlen werden einfach addiert. 1 plus 1 ist 2, plus 8 ist 10, plus 2 ist 12. Schreiben wir die 2 in und 1 gemerkt. Und 1 plus 0 ist 1. Und jetzt liest er einfach der Reihe um die Zahlen aus. Und damit haben wir 27 plus 48 ist 1000. 296. So einfach ist es auch schon. Wie gesagt, das Schöne daran ist, dass du das Mal nehmen, auf einmal schön machen kannst, musst dich nicht um Überträge kümmern und dann zum Schluss einfach alles zusammen addieren. Machen wir noch eine andere Aufgabe. Vielleicht ein bisschen schwieriger mit größeren Zahlen.
Schau mal, wie das funktioniert. Also rechnen wir 5479 mal 787. So, was ist das? Also auch hier schreiben wir unsere Zahlen wieder mit etwas mehr Platz hin. Die 5479, quasi die Überschriften für unsere Spalten. So, 4, 7, 9. Und für unsere Zeilen haben wir die 7, die 8 und die 7. Ich mache mal ein bisschen großzügig Platz, dass wir hier wirklich genug ausreichend Platz haben. Und dann malen wir unser Gitter. So. Also für die 7, die 8 und jeweils die 7, die kriegen alle ihre eigene Zeile oder Reihe. Und die 5 kriegt eine eigene Spalte. So, die 4 und die 7 und die 9 natürlich auch. So, naja, ein bisschen was übrig geblieben auf der Seite, aber macht nichts hoffentlich. Und dann malen wir unsere Diagonalen ein. So. Muss ich schauen, dass das einigermaßen gut aussieht. Und dann fangen wir mit unserem Malnehmen an. Also wie gesagt, jetzt wird wenn einfach alle Zahlen miteinander multipliziert. Und zwar 9 mal 7 ist 63. Also 7 mal 9, ich gehe jetzt erstmal durch diese Zeile durch. 7 mal 7 ist 49. 7 mal 4 ist 28. Und 7 mal 5 ist 35. So, nächste Zeile. 8 mal 9 ist 72. 7 mal 8 ist 56. 4 mal 8 ist 32. Und 5 mal 8 ist 40. Und die letzte Spalte, ich verwechsel immer Spalte und Zeile, sorry. Also die letzte Zeile, die letzte Reihe hier unten. 9 mal 7 hatten wir oben schon, ist 63. 7 mal 7 ist 49, hatten wir auch oben schon. 4 mal 7 hatten wir auch schon, ist die 28. Und 5 mal 7 ist 35. So, jetzt bist du wieder fertig mit der Multiplikation für diese Aufgabe. Ab jetzt wird nur noch addiert und die Zahlen zählen wir jetzt einfach zusammen und schauen uns wieder die einzelnen Diagonalen an. Also zuerst hier in der ersten Diagonale, in der einer Diagonale steht nur die 3. So, und dann 9 plus 6 plus 2 ist in der 10er Diagonale oder auf der 10er Stelle. Also 9 plus 6 ist 15, plus 2 ist 17 und 1 gemerkt. So, 8 plus 1 ist 9, plus 4 ist 13, plus 9 ist plus 6 ist 19, plus 7 ist 26 und plus 3 ist 29. Schreiben hier die 9 hin und machen mal die 2 auf die Seite. Bisschen eng hier. Hauptsache die 2 landet irgendwo in dieser Spalte. Kannst du auch oben reinschreiben oder woanders. Ganz wichtig ist einfach, dass er als Übertrag in der nächsten Spalte oder in der nächsten diagonalen Spalte landet. Auch die Zahlen wollen wir jetzt zusammenzählen. 2 plus 5 ist 7. Plus 2 ist 9, plus 2 ist 11, plus 5 ist 16, plus 9 ist 25, plus 6 ist 31. Die 1 hier und 3 gemerkt. Und 3 plus 3 ist 6, plus 3 ist 9, plus 8 ist plus 9. Sorry nochmal. Jetzt habe ich nicht kurz über meinen Notizen verhaspelt. Also 3 plus 3 ist 6, plus 3 ist 9, plus 8 ist 17, plus 4 ist 21. Also auch hier 1 und 2 gemerkt. 2 plus 4 ist 6, plus 5 ist 11, plus 2 ist 13 und 1 gemerkt und 3 plus 1 ist 4. So, und damit können wir auch unsere Ergebnisse schon ablesen. Also unser Ergebnis ist jetzt 4.311.973. So, ich hoffe, dir macht diese Art der Multiplikation auch Spaß. Also ich finde es
immer relativ schnell. Man schreibt irgendwie alles sehr sauber auf. Es bleibt relativ kompakt. Und das Schöne daran ist eben, dass man auf einen Schlag erst alle Zahlen miteinander mal nimmt und danach addiert. Und ich finde es eigentlich eine sehr schöne und einfache Art und Weise. Wieso das funktioniert und eine kurze Erklärung dafür, wieso Gittermultiplikation funktioniert, zeige ich dir in dem nächsten Video. Bis dann. Tschüss.